Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, servus. Ich berufe jetzt mal im Betriebsrat ein von den Haustieren. Haustiere-Betriebsrat, hallo. Es müssen ein paar zuschauen jetzt. Hallo, hallo, ja, hallo. Schau, die ganzen Mitglieder strömen jetzt herein. Hallo, willkommen beim Betriebsrat von den Haustieren heute. Wir haben heute ein ganz dringendes Treffen. Ich sage euch gleich, um was es geht. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, sein bei euch, auch die ganzen Zweibeiner daheim. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ist das eine Verschwörung in Gang? Keine Ahnung, was da los ist. Jedenfalls, wir treffen uns heute zum Betriebsratstreffen von alle Haustiere in ganz Tirol. Und wir werden mal besprechen und wir gehen der Sache mal auf den Grund. Das ist nicht normal. Die ganzen Zweibeiner sind da, die gehen überhaupt nicht mehr raus. Seit Tagen nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber wir werden das heute in der Sitzung alles besprechen. Ich fange mal an mit dem Tagesprogramm. Irgendetwas ist da faul. Ich hab's noch nicht rausgefunden, aber ich weiß ganz genau. Höchste Vorsicht ist geboten. Hilfe! Was tut denn der da? Der stecht normalerweise da gar nicht daheim um die Uhrzeit. Die Hausstreicheln, ich mag's gar nicht. Ich wollte mir's jetzt gerade gemütlich machen, verstehst du? Das ist der Wahnsinn, jetzt ist der daheim. Und zuppelt die ganze Zeit um. Das ist echt der Wahnsinn. Die soll mich echt einmal in Ruhe lassen. Sag einmal, was ist denn los? Ich kapier es langsam nimmer. Alles durcheinander bloß. Sie geht nimmer aus mein Zimmer. Das geht jetzt schon ein paar Tage. Langsam wird's ein Riesenblock. Weil mein Futterautomat nimmer aus dem Haus sich wagt. Ich hab keine Ahnung. Sag, was ist denn da passiert? Ich bin völlig irritiert. Will aufs Sofa auf einen Satz. Doch sie hockt wieder auf mein Platz. Gut, deutsche Vita sozusagen bis zu diesem einen Tag. Seitdem hab ich nur noch Fragen, warum bist du dauernd da? Musst du nicht noch was erledigen, weißt du, was ganz super war? Kannst mal kurz mal drüber reden? Da, da. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sag mal, was ist mit den zwei Beinen los? Ja, was ist mit den zwei Beinen los? Sonst bin ich ganz tolerant, leben und auch leben lassen, doch bald packt er mich der Grant. Das ist alles nicht zu fassen. Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Ich kann grad nicht drüber lachen. Sag einmal, was sind wir da? Bei der versteckten Kamera, oder was? Bei der versteckten Kamera, oder was? Protest mal ein ins Bieseln, das hat sie nicht interessiert. Sie hat mich einfach ignoriert, bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin kurz vor'n Resignieren, es kann sein, dass wir uns dächt miteinander arrangieren. Ja, miteinander arrangieren.
Vielleicht. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob das klappen wird, auch mit uns zwei in einer Wohnung. Keine Ahnung. Lenny, was sagst du dazu? Komm her. Also, wir protestieren aufs Äußerste. Wir zwei, das ist, ja, das ist mein Vorstand und ich, gell. Da muss was passieren. Die Zweibeiner müssen einmal auflegen wieder, weil dass wir einmal unsere Wohnungen wieder allein für uns haben. Ich mach bald eine Petition. Lenny, du weißt, als erste unterschreiben, stimmt's? Das ist alles nicht mehr normal, oder? Aber jetzt brauchen wir die Glasl noch, weil wir haben heute noch einen Ehrengast. Einen Witter, nicht? Die wohnen zwar nicht in der Wohnung, hoffentlich. Obwohl der Witter wohnt hoffentlich in der Wohnung. Also, wir möchten unser Glas erheben auf unser Titti. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Feierschirn, trotz Quarantäne. Wir feiern auf jeden Fall noch. Alles Gute zum Geburtstag. Prost! 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 Prost. Bis morgen wieder. Tschüss.